In der Trainingssporthalle des Karate-Do-Vereins in Hoyerswerda sind jetzt die Arbeiten zur Umstellung der Hallenbeleuchtung auf LED-Technik abgeschlossen worden. Ab sofort befindet sich im gesamten Vereinsobjekt keine einzige herkömmliche Glühbirne oder Leuchtstoffröhre mehr. Bei den dabei anfallenden Kosten wurde der Verein durch die Seniorenstiftung des Klinikums Hoyerswerda unterstützt. Der Klinikumsgeschäftsführer Jörg Scharfenberg überbrachte am Dienstag dem Vorstandsmitglied des Sportvereins Mario Adolfs symbolisch einen Scheck in Höhe von 3.200 Euro. Durch die Umstellung auf die LED-Beleuchtung erreicht man künftig eine Energieeinsparung in Höhe von beachtlichen 90%.